So, hallo und herzlich willkommen aus Daves Auto. Mit Daves Hund hinten drin, genau. Eine kleine Überraschung. Und zwar, ich habe es vor langem schon versprochen. Erstmal abschnallen. So, denn jetzt bin ich hier zu Hause und darf auch trinken. Ich habe vor langem schon mal versprochen, dass ich Ausnahmen machen werde von der Regel vom Balkon. Und heute scheint mir der richtige Tag dafür zu sein. Denn wir wurden ja eingesperrt. Ne? Eingesperrt, ja, im Keller. Ja, zum Glück nicht im Keller. Aber ja, unsere Kanzlerin der Herzen war der Ansicht, dass die Einsperrung der Bevölkerung alternativlos ist. Und dass wir das auch diesmal wieder schaffen. Das soll sie sich am besten mit den Kleinunternehmen und vor allem Gastronomen dann vielleicht nochmal zusammensetzen, ob die das auch so sehen. Aber gut, das sei mal so dahingestellt. Jetzt habe ich mir vorgenommen, für die Zeit, wenn wir eh schon eingesperrt sind, wenigstens ein paar Videos rauszuhauen. Und ich fange heute an mit was richtig Krassem, dem Aventinos Eisbock. Steinbock hätte ich fast schon gesagt. Nur weil ich der letzte Schütze bin. Einen Tag nach meinem Geburtstag ist man nämlich Steinbock. Aber der hier heißt Eisbock. Gell, ist der Eisbock? Ja, ja. Den würde ich auch gerne trinken. Kriegt er aber nicht. Nein, nein, nein. Nichts für Hunde, nur für Menschen. So. Und der muss natürlich jetzt. Jetzt muss ich nur schauen, wie ich das mache mit dem Handy. Dafür habe ich mir noch keine Sache überlegt. Ich kann es jetzt mal hier so hinstellen. Warte mal, da werde ich mir... Ah ja, das geht sogar sehr gut. Auf der Ablage, super. Das ist eine grandiose Idee. Werde ich ab sofort immer so machen. Also nicht immer Videos aus dem Auto, aber wenn ich mal eins aus dem Auto mache. So, jetzt habe ich für das Spezial-Event natürlich auch ein Glas mitgebracht. Ich habe jetzt in der Tat gerade von einem Gassigang im Hund, wo ich mit ihm im Wald war, komme ich zurück, habe das in weiser Voraussicht wirklich schon mitgebracht. Ist kein Witz jetzt, also ohne Scheiß. Ich komme jetzt nicht gerade aus der Wohnung. Ich war jetzt gerade wirklich über eine Stunde mit dem Hund spazieren und bin jetzt zurückgefahren nach Hause, weil ich wohne in der Innenstadt. Da ist das nicht so schön. Und wenn man es sich erlauben kann, zeitlich, warum soll man es denn nicht schöner machen? Jetzt hat er sich gemütlich da hinten hingelegt auf seine Rückbank, weil da hat er auch sein Lieblingskumpel getroffen, die haben getobt. Und da treffen wir als verschiedene Kumpels, die er halt hat. Da habe ich so lauter Schwätzerei Scheiße eingegossen, egal. Trotzdem, Aventinus, ach ja, an der Stelle muss noch gesagt werden, einen lieben Gruß an den Grob. Er weiß, wer gemeint ist. Denn nur einer kann Grob sein. So, Bussi für den Hund. Und Bierdurst für Särchen. Ah, Schneidersweise. Wunderbares Bier. Also, wer es deftig mag, ich kenne es ja schon. Von dem her ist es für mich keine neuartige Präsentation, aber wer wirklich Bock auf einen deftigen Bock hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Arg viel höher kann ich gar nicht mehr gehen. Stammwürzemäßig. Sonst bist du ja eigentlich schon gar nicht mehr im Bierbereich. Das sind 12% oder mehr sogar. 12,5%. Ja, 12,5%. Nee, genau 12. 12%. Ich glaube, das stärkste Bier, was überhaupt noch als Bier zählt, was ich hier getrunken habe, war ein Ecu 51. Müsste ich nochmal googeln. Das sage ich euch nächstes Mal oder schreib's rein. Noch in die Kommentare. Auf jeden Fall, um es jetzt kurz zu machen, ich werde morgen schon das nächste präsentieren. Das ein Amber, das mich unheimlich an einen Bananenweizen erinnert hat, das ich als Kind, hätte ich fast gesagt, als Jugendlicher unheimlich geliebt habe. Ja, auf jeden Fall weiß ich nicht, ob ich das vom Balkon wieder mache oder vom Auto. Oder vom, ich lasse mir wieder was Neues einfallen. Also der Standard wird natürlich der Balkon bleiben. Aber ich werde jetzt ab sofort, weil jetzt auch die Winterzeit kommt, wo es früh dunkel wird, immer mal wieder Ausnahmen einführen, so spaßige Extraversionen. Ne? Wie gesagt, das Schneider Aventus
Aventinus Eisbock kann ich wirklich nur eisenst, nicht wärmsten, sondern eisenst ans Herz legen. Wünsche ich allen eine gute Nacht und wir sehen uns sehr, sehr bald wieder. Das ist keine Drohung, sondern ein Versprechen. In diesem Sinne, habt's gut, gehabt euch wohl, bis bald. Tschüss, euer Dave. Wieder Olli aus dem Auto. Nie Humor verlieren, sonst wird's bitter ernst.